Also, wir sehen, wir haben schon einige Ärzte auch auf unserer Seite vor Ort, die eh schon kämpfen. Und jetzt haben wir noch etwas vorbereitet, das der Dr. Pierre Eifler mir gestern am Abend noch zugesendet hat. Und wir müssen schauen, dass wir das jetzt online reinkriegen. Sie wissen, der Dr. Eifler war der, der früher gesprochen hat und jemand, der nicht nur aus dem Herzen innerhalb seiner Profession spricht, sondern auch eine gewisse innere Führung hat, was ihn begleitet. Und ich glaube, dass das ganz wichtig in Zeiten wie diesen ist, wo wir die Führung verlieren, an die wir vorher geglaubt haben. Ja, also Medien zum Beispiel, haben uns sehr lange geführt. Jetzt beginnen immer mehr Menschen zu denken, nachzudenken, ob das überhaupt gestimmt hat. Und jetzt brauchen wir eine neue Führung. Die Führung kann nur im Inneren sein. Es kann nur ein innerer Kompass sein. Es kann nur die Wahrheit sein. Und es kann nur der Schutz, die Zuversicht und die Hilfe der eigenen Familie, der Freunde und vielleicht auch der näheren Bekannten sein. Und jetzt bitte ich um die Worte von Dr. Pierre Eifler. Liebe Wiener und Wienerinnen, liebe Mitbürger, ich hoffe, dass ihr da zahlreich jetzt am Chaosplatz erschienen seid. Und ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns vernetzen, dass wir kommunizieren, dass wir angstfrei werden durch die Wahrheit. Und die Wahrheit ist klar, die Wahrheit ist nicht analysierbar, ist nicht interpretierbar. Die Wahrheit hat einen ganz klaren Namen und ich möchte euch helfen, euch darauf auszurichten. Ich denke, es gibt viele Kollegen von mir, auch namhafte. Vielleicht ist da auch der Bodo Schiefmann und vielleicht hört ihr auch den Wolfgang Rodack, Urgesteine, sage ich mal, der Wahrheit dieses Wahnsinns, dieser Wahnsinnszeit aus Deutschland. Und ich möchte nicht Dinge wiederholen, die ihr wahrscheinlich schon gehört habt oder noch hören werdet, um es kurz zu machen. Es ist nicht so, wie es euch verklickert wird, es ist nicht so, wie es euch vermittelt wird. Es wird Angst gemacht, Panik gemacht und das Erschütternde ist, obwohl jetzt schon lange die Zahlen, die Statistiken auf den Tischen liegen, es scheint keinen zu interessieren. Die Politiker und Politiker machen einfach weiter, gelenkt, geführt von den Menschen, die hinter ihnen sind und ich bin sehr, sehr klar und es ist nicht fein, das sagen zu müssen, das ist kein Irrtum. Das ist kein Unfall, das ist einfach nur böse. Und diese Dinge sind geplant. Wenn jemand Medizin studiert hat, Pharmazie, was auch immer, wenn jemand nicht mal studiert hat, wenn er einfach nur die Fakten sich anschaut, dann muss er zu dem gleichen Ergebnis kommen. Ich denke, es ist so ungeheuerlich, dass die meisten Menschen davor zurückschrecken, auch diese Dinge nur zu denken, weil die Führung, die Leitung, die Autorität, der wir uns eigentlich anvertrauen wollen, der wir auch vertrauen wollen, hat uns nicht im Stich gelassen, sondern ich würde sagen, wirklich ist dabei zu missbrauchen und zwar auf einem hohen kollektiven Level. Global in allen Ländern und es gibt fast keinen Ausweg mehr. Es ist wahrscheinlich 30 nach 12 und ich möchte euch alle aufrufen, schaut euch die Fakten an. Wie gesagt, nicht nochmal wiederholen, Corona ist nicht wirklich gefährlich, nicht gefährlicher als in anderen Jahren. Es gibt keinerlei Nachweise dafür auf der wirklich wissenschaftlichen Basis. Ich kann nicht sagen, die Wissenschaft, die wirklich fundierte Wissenschaft, und ich sage nur Koch'sche Postulate, ich sage Virchow, Obduktionen, ich sage Ursachenprinzip, Kausalitätsprinzip, lernt von den Toten für die Lebendigen, ist sträflichst und bösartigst missbraucht. Was hier passiert, ist fahrlässig. Was hier passiert, ist Betrug und Lüge. Und das in sehr großem Stil. Und der Kollege Wodak, der wahrscheinlich vor mir oder nach mir sprechen wird, hat es ganz am Anfang schon genannt, der nackte Kaiser. Und ich glaube, die meisten wissen, was damit gemeint ist. Ich glaube, der Ausweg ist noch möglich. Ich bekomme ganz, ganz viele Informationen von Ebenen, die ich nie für möglich gehalten hätte. Es geht darum, wirklich einen Schulterschluss herzustellen. Es geht darum, sich zu vernetzen. Es geht darum, auch eine Speerspitze zu schmieden und nicht den Widerstand in viele Grüppchen und Gruppierungen zerfallen zu lassen. Es geht darum, die Wahrheit zu sehen und dafür einzustehen. Man kann nicht sitzen bleiben und gleichzeitig aufstehen.
Ich möchte euch bitten, schaut euch die Dinge an, kommt heraus. Ich spreche auch nochmal zu meinen Kollegen und Kolleginnen. Ihr habt genau das Gleiche gelernt, ihr müsst das Gleiche wissen wie wir. Outet euch, habt Mut. Ich spreche zu Militär und Exekutive, dass ihr Bürger seid wie wir. Denkt an eure Kinder, denkt an die Kinder, was da jetzt mit ihnen passiert in unseren Ländern. Es ist einfach fürchterlich, schwerst traumatisierend. Die Kinder, die Menschen werden der Kommunikation beraubt, werden ihrer Sicherheit, ihrer Identität, ihrer Gewissheit beraubt. Und da bitte ich uns alle, das dürfen wir nicht zulassen. Wir hatten mal eine Demokratie, wir hatten mal eine Verfassung. Ihr habt auf die Verfassung geschworen und nicht auf irgendeine beliebige Marionettenregierung. Besinnt euch darauf. Wir sind Österreicher, wir sind Menschen, wir wollen eine Identität haben und wir wollen diese Identität auch zurückhaben. Ich möchte euch sagen, es gibt die Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten. Diese ganzen Dinge gehen in Richtung Zerstörung der Identität, Entmachtung, Entmündigung. Und früher, je früher, umso besser, macht euch von diesem Staat, der jetzt gekippt ist, frei. Versucht, euch in kleinen Gruppen zusammenzuschließen, unabhängig zu werden, Nahrung, Wasser, Energie. Richtet euch auf die wirkliche Wahrheit aus, die uns führt, die uns erschaffen hat. Und ich spreche natürlich von diesem Jesus Christus. Und das ist keine beliebige Wahrheit, sondern es ist eine Wahrheit, die trägt, die euch ruft und die euch leitet. Liebes Wien und alle anderen, die da sind, ich wünsche euch wirklich alles, alles Gute. Bin heute in Graz und werde viel an euch denken. Ist meine Heimatstadt und ist auch mein Heimatland. Und ich wünsche mir, dass diese Wahrheit und diese Kraft und Identität es schafft, wirklich diese Kurve zu kratzen und sich für das Wesentlichste und Wichtigste zu entscheiden. Das ist unsere Freiheit, das ist unsere Mündigkeit und das ist auch unsere Selbstverantwortung. Ich wünsche euch alles, alles Gute und ich hoffe, wir werden das hinkriegen. Liebe Grüße, Dr. Eifler. Der Herr Dr. Eifler, der wie viele andere auch für uns wie ein Löwe kämpft und jetzt bald in Graz wahrscheinlich seinen Auftritt hat.